fetter Hund. Vollgas geben hier. Ja. So. Sollen wir euch mal meinen Trainer vorstellen? Der ist der Matthias Botthoff. Na, und da hinten die Regina von Silber, ach, Regina da Silber. Ja! So. Regina, ey, was? Oh, Moment. So. Ja, wir sind jetzt, Kerstin und ich sind seit Anfang April bei den beiden. Das heißt, wir wurden noch die letzten Monate der Offseason begleitet. Jetzt geht's langsam in die Diät. Langsam ist gut. Fetter Hund. Vollgas geben hier. Ja, wir haben festgestellt eben, ich habe seit April 10 Kilo zugenommen. Gewicht 131 schon. Holz. Was sagst du? Menge Holz. Das letzte Mal 122. Wahnsinn, ne? Aber nicht nur Fett. Obwohl, Fett, sage ich immer, ist auch sexy. Aber jetzt geht es in die heiße Phase. Also mit der Diät geht es jetzt los. 3.500 Kalorien für mich und für dich, Maus. 1.400. Wir müssen nicht reden. 1.400. Genau. Ja, von nun an gibt es einige Videos mehr über alles, über die Diät, über Training, Ernährung, Posing vor allem. Oh, die Brust ist besser geworden. Brust, ja. Eine seitliche Brust besser. Wie der Beuger aussieht. Okay. Und Double Bizeps hier hinten. Ja, schau ich die Fleisch drauf. Ja. Muss halt jetzt pro Woche ein Kilo weg. Bitte? Muss halt pro Woche jetzt ein Kilo weg. Ja, da habe ich aber noch nie Probleme mit gehabt, ne? Das muss auf jeden Fall passieren. Ja, das fürs erste Mal aus der Sportschule Budensberg. Wo siehst du uns? Natürlich auf Platz 1, oder? Ist doch klar. Ne? Ja, generell. Vince Lombardi ist ein berühmter Footballtrainer. Der hat mal gesagt, gewinnen ist nicht alles, aber gewinnen wollen. Richtig einstellen. Die Zielsetzung soll es natürlich sein, möglichst weit vorne sich zu platzieren. Und genau. Klar möchte man natürlich gewinnen. Aber wie es am Ende aussieht, hängt natürlich immer davon ab, wie gut oder wie schlecht die Gegner sind. Wichtig erstmal bestmöglich rausholen. Und das soll unsere Priorität sein. Nein, geht schon, geht schon. Ich weiß. Ich bin kaum greifen. Ich weiß, ein weißes Fett. Ist die Haut nicht gezogen? Hier oben geht es ein bisschen. Die stand hier schon, ne? Ja, ja, das Rücken ist ja abgeschnitten. Kriege ich da nichts gegriffen. So, versuchen wir mal unser Glück.
rutscht die Zange ab. Scheiße, nichts mehr ist. Deswegen soll man es immer vor dem Training machen, nicht danach. Ich kleines fettes Schwein. Aber stark. Sogar 4 mm weniger. Boah! Hört, hört. 4 mm weniger. Aber wir haben uns jetzt auch ein bisschen schwer gerade beim Essen, weil ich jetzt so alt bin. Fast vor dem Latzen. Aber obwohl das Gewicht hochgegangen ist, sind wir wieder weniger geworden. Ja. Ja, heißt, du hast gute Chancen, dass du ein paar Muskeln aufgebaut hast. Noch aufbauen werde. Na schön. Seid gespannt, ihr könnt es ja verfolgen. Auf Video beim Benedikt. Also freut euch drauf. Auch gerne mal an dieser Stelle bei Matthias und bei Regian mal vorbeischauen auf Facebook, Instagram und YouTube. Da gibt es auch eine ganze Menge an, genau, an informativem Material. Ja, das war's von mir, von uns. Und dann einen schönen Gruß aus der Sportschule Gudensberg. Bis bald. Ciao. Schatz, sag nochmal Schluss.